Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach unserem Champions League Spiel gegen Atletico Madrid mit unserem Cheftrainer Peter boss den ich jetzt zunächst um seinen Kommentar zum Spiel bitten möchte. Señoras y señores, les damos la bienvenida a la rueda de prensa después del partido de fútbol por la Champions League y nuestro entrenador Peter Boss dará primero sus comentarios con respecto al partido. Que tal, eh, buenas noches aquí. Los del ah, vale, vale, del also sehr zufrieden, sehr zufrieden mit das Ergebnis, aber auch wie wir gespielt haben. Ich glaube, dass wir bis zum roten Karte sehr gut gespielt haben, auch die bessere Mannschaft waren, zwei Führung gegangen ähm, und das das war gut. Wir haben mutig gespielt, mutig im Ballbesitz, dass wir von hinten aus versucht haben aufzubauen, aber auch gegen den Ball. Nicht so hoch, wie, wie wir normal spielen. Wir waren sehr kompakt, kompakt ins Mittelfeld. Da haben wir sehr viele zweite Bälle Robert Und deshalb auch wenig Torchancen weggegeben. Wir haben das richtig gut organisiert, glaube ich. Ja, und dann am Ende war es noch gefährlich, dass 2-1 kommt. Glücklich war das noch nicht so sehr lange zu spielen. Aber wir können dann auch noch das Unentschieden machen. Und das ist nicht passiert. Ich glaube, dass wir da das Glück ein bisschen an unserer Seite hätten, aber das haben wir auch verdient. Verdient, weil wir im ganzen Spiel die bessere Mannschaft waren und auch die letzte Woche das Glück nicht an unserer Seite war. Deshalb zufrieden und glücklich. Estoy muy Muy satisfecho con el resultado, pero también con la forma como logramos este resultado. Hasta el momento que llegó la tarjeta roja, eh, definitivamente que fuimos el mejor equipo, jugamos mejor, jugamos con mucho valor, tuvimos un, una formación bastante compacta, eh, dimos pocas oportunidades de que nos marcasen un gol, hemos jugado de una forma muy bien organizada. Y por eso estoy muy satisfecho. En un momento llegó el peligro, se marcó el 2 a 1, pudo haber llegado el empate, no se dio, y entonces podemos decir que la suerte estuvo un poco de nuestro lado, pero también es una victoria merecida porque definitivamente fuimos el mejor equipo. Silvia Arba de Televisión Española, eh, ha dicho Simeone que él es el culpable de esta derrota, lo ha dicho hasta tres veces. Usted cree que es el culpable de, de la victoria del equipo alemán y de la derrota de ellos. Gracias. Diego Simeone hat bei der Pressekonferenz dreimal gesagt, dass er der Verantwortliche ist für diese Niederlage, die Atletico de Madrid heute hier ähm, gehabt hat. Sind Sie auch der Meinung, dass ähm, Diego Simeone der Verantwortlich, Verantwortliche ist für die Niederlage oder wiederum für den Sieg von Bayer Leverkusen heute? Ja, wie, wie muss ich das sagen? Ich habe keine Ahnung, was er vorher mit dem Mannschaft abgesprochen hat. Und also die Trainer, die letzte Zeit bekommen so oft, sind die schuldig. dass nee, dann sage ich nein. Der ist nicht verantwortlich. Ähm, la verdad que no tengo la menor idea de qué es lo que habló el antes con el equipo y qué es lo que esperaba que lograse el equipo. Entonces no puedo decir dass er der responsable. Ultimamente siempre los técnicos son hechos los responsables de todo lo que sucede, pero en este caso no. No soy de la opinión que él sea el responsable. Krämer, bitte. Ähm, Herr Bosch, Sie waren einer der wenigen im Club, der auch noch mehr oder weniger offen von der, vom Achtelfinale geträumt hatte vor dem Spiel, fühlen Sie sich jetzt durch das Ergebnis bestätigt, oder wie sehen Sie jetzt die Chancen für fürs Überwintern im, im europäischen Bereich? Ja, ich habe gesagt, dass das sehr schwierig war, weil wir haben drei, die ersten drei Spiele verloren. Aber ich habe auch gesagt, es ist immer noch möglich. Und ich glaube, es hat keinen Sinn zu spekulieren, ob es noch möglich ist oder nicht. Ich glaube, wir müssen uns voll konzentrieren auf das nächste Spiel. Auch wieder nicht einfach zu Hause gegen Juventus. Und wir müssen wieder versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir äh, erst Moskau, okay, das gleiche, dann müssen wir da gewinnen. Du hast also dich so konzentriert auf dieses Spiel. Yeah, ja, also das, das, das ist das Gleiche. Das, wir, wir müssen versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen und wenn wir das schaffen, dann können wir wieder weiter gucken. Aber es hat keinen Sinn zu spekulieren. Ähm, señor Boss, usted fue uno de los pocos que soñó en el club con la posibilidad de poder llegar a octavos de final, que todavía existiese una opción de lograr esto. Ähm, cree que todavía lo es? Bueno, yo estaba seguro que iba a ser difícil llegar a octavos de final porque veníamos teniendo tres derrotas. Pero no es nada imposible. Al mismo tiempo, considero que no se debe especular sobre estas cosas, sino que se debe ir viendo de partido en partido. Eh, va, eh, hay que ir viendo los próximos partidos que vienen. Con Juventus, eh, primero se juega contra Moscú, entonces hay que ver qué es lo que sucede en ese partido y hay que intentar ganar. Y ya veremos después qué es lo que qué es lo que pasa. Oiga, Schmidt. Ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Hoffenheim, da hatte die Mannschaft 20 zu 0 Eckbälle und gefühlt ist aus keinem Eckball irgendwie Gefahr entstanden. Heute waren es, glaube ich, elf oder zwölf und nach fast jeder Ecke wurde es gefährlich. Ist das ein Punkt, auf den Sie in den letzten Wochen viel Wert gelegt haben oder ist das Zufall? ich muss sagen, dass wir vom Anfang der Saison sehr viel Wert gelegt haben auf Ecke, weil wir mit Kerem Demi bei einer sehr gute Schütze haben und wir haben auch gesehen, dass Nadim auch die Ecke sehr gut trifft. Also wir haben das versucht vom Anfang an zu machen. Aber wie, wie man sieht, wenn man viel übt, dann hilft das auch und ich glaube, heute war fast jede Ecke gefährlich. mich ja. Recuerdo ein partido contra Hoffenheim, donde los corners fueron 20 a 0 a favor del Leverkusen y no se generó ningún eh, ningún peligro después de estos corners. Hoy la situación fue de 11, si no me equivoco, a cero y prácticamente cada corner generó peligro. Eh, es, es algo que, que han practicado. Sí, bueno, es algo que hemos practicado y que hemos jugado con mucho valor, eh, con mucha valentía y realmente eh, hemos intentado mejorar esto. Eh, tenemos eh, dos jugadores que son muy peligrosos después de los corners. Demirbay. und ähm, Amiri. Mit ihnen können wir sehr viel Schaden generieren. Es wurde versucht, dies während des Trainings zu praktizieren, aber wir sind sehr glücklich mit ihnen. Philipp Ahrens Herr Borges, zwei Fragen nochmal auf das Thema mit den Ecken. Sie sagen, heute war fast jede Ecke gefährlich. War das bewusst so, dass jede Ecke fast ans Tor ganz nah ran geflankt werden sollte? Und die andere Frage ist, würde es Ihnen nicht langsam ein bisschen unheimlich, äh, Ihre Prognose mit den sechs, sieben Eigentoren. Ähm, jetzt seid ihr schon bei sechs. Bei also Eigentoren zu euren Gunsten. Dann fehlt da noch eine, ne? Ja. ne? Aber das ist eine von den Varianten, die wir haben, dass die Spiele dann näher beim Tor dran stehen. Das ist, wir haben mehrere Varianten, aber das ist eine davon. Eh, volviendo a los corners, corners y al peligro que se genera después de ellos, eh, hoy parece que después de cada corner se generó peligro. ¿Es algo que se hizo conscientemente de que cada balón fuese dirigido como centro hacia la portería? Y además volver al tema de los autogoles. En una ocasión usted comentó que 6 a 7 autogoles eh, del equipo contrario en favor de usted. Und ja, son sechs los, die tienen Marken a favor de ustedes. Bueno, eh, esta situación de los Cornes es una de las Variantes, que nosotros definitivamente practicamos. Dorian Audas. Ähm, Herr Bostas, war jetzt Ihr zehntes Spiel als Trainer in der Champions League und der erste Sieg. Ist das für Sie persönlich auch eine, hat das eine Bedeutung, eine besondere für Sie? Also, ich kann, nicht, ich kann Sie sagen, dass wenn man nicht gewinnt, ist das kein gutes Gefühl. Also, wenn man gewinnt, ist das ein gutes Gefühl. Aber das ist für mich, ja, heute ist, ist nicht das Persönliche wichtig. Es war für die Mannschaft sehr wichtig, weil in die letzten Woche haben wir sehr viele Torschancen rausgespielt, aber leider kein Tor, äh, nicht viele Tore gemacht. Und heute war das, war das besser. Und wenn man dann das Spiel gewinnt, dann ist das das richtig gute Gefühl. Und Yo creo, yo espero que después más. En lo personal, este es su décimo partido como técnico en la Champions League y es su primera victoria. ¿Tiene esto un significado especial para usted? Bueno, solo puedo decir que no ganar es una mala sensación y ganar es una buena sensación. Pero lo, lo personal no era lo importante el día de hoy. Lo importante era ganar el partido. Nos preocupaba que no habíamos marcado goles y que no teníamos puntos a favor. Y esto es lo importante. Lo personal no es tan importante. Um, Herr Bosch, Sie hatten, am Wochenende gab es eine späte rote Karte gegen Leon Bailey, heute eine gegen Nadim Amiri, die das Spiel, haben Sie ja gesagt, fast hätte kippen lassen. Was sagen Sie zu der Aktion von Amiri? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nicht zurückgesehen, aber wenn das passierte, war ich nicht weit entfernt. Also ich glaube, das war der Schnelligkeit, womit er kam. Das war vielleicht, warum der Schiedsrichter, ohne dass er das nachher noch gesehen hat. y se ha visto que fue difícil para nosotros. Hablando de las tarjetas rojas, en el último partido de Bundesliga, hacia el final del partido, Bailey recibió una tarjeta roja, hoy día fue Amiri quien recibió una tarjeta roja, ¿qué es lo que nos puede decir con respecto a ello? Bueno, no he visto en detalle la situación en la que se generó, pero creo que se, se dio debido a la velocidad con la que llegó al momento de la, de la jugada y por ello se le dio la tarjeta roja y se evidenció que después de ello la cosa se puso bastante difícil para nosotros Thomas Schulz Herr Boss war alle Freude über diesen verdienten Sieg. Wie sehr ärgert Sie das späte Gegentor, weil vor dem Hintergrund in dieser Gruppe natürlich jetzt das direkte Duell mit Atlético verloren gegangen ist. Ist das so? Und dann müssen wir einen Punkt mehr holen als Atletico. Ganz ehrlich, nach so ein Spiel, die man mit zehn Mann noch gewinnt, kann ich nur froh sein. Eh, eh, volviendo a la alegría eh, y esta victoria, eh, de todas maneras recibieron un gol bastante hacia el final del partido. Eh, ¿Cuánto le afecta a esto? Eh, pues el duelo directo contra Atlético de Madrid entonces es negativo para Leverkusen. Sí, bueno, es un hecho que no se puede cambiar, entonces tendremos que obtener en general un punto más que Atlético. Eh, lo único que puedo decir es que con 10 hombres, un partido como este, ganarlo, al final estoy muy feliz. Philippe, um, Leon Bailey, ¿hatten Sie heute jetzt nicht im Kader? ¿War das uh, auch ein bisschen so eine kleine Signal wegen der roten Karte vom vom Wochenende. Und die andere Frage wäre noch, Sven Bender hat jetzt in beiden Spielen gegen Atletico, wie ich finde, überragend gespielt. Wie bewerten Sie seine Leistung? Also das Erste ist, er kommt von Verletzung zurück. Heute dürfen wir kein 20, nur 18 Spieler haben. Er wird auch nicht die kommende Woche dabei sein. Ich habe ihm gesagt, dass er hat arbeiten muss, um wieder fit zu werden für nach seiner Sperre, sag mal. Was betrifft Sven Bende, muss ich ehrlich sagen, dass er, seit ich da bin, überragend spielt. Also, ich kenne ihn noch von Dortmund, aber da habe ich ihn, glaube ich, nur sechs Wochen bei, bei mir. Und dann ist er leider weggegangen hier nach Leverkusen. Und seit ich hier wieder mit ihm arbeite, ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Dos preguntas, la primera relacionada a Bailey, que no figuró en la nómina. El hecho de que no haya figurado es una señal debido a la tarjeta roja que recibió el fin de semana. Y la otra pregunta relacionada a Sven Bender, que tuvo una actuación extraordinaria que nos podría decir. Bueno, lo, no, lo de Bailey no es una, una señal debido a la tarjeta roja. Eh, él viene de una lesión, entonces creemos que tiene que. Que jugar, que jugar poco a poco, ir jugando para acostumbrarse al partido. En cuanto a Sven Benda, puedo decir que desde que estoy acá siempre juega de forma extraordinaria. Es un jugador que ya lo conozco desde Dortmund, donde tuve la oportunidad de jugar con él durante seis semanas y que después se fue del club, pero definitivamente es un jugador extraordinario. se <laughs> ähm, Herr war vielleicht noch ein Wort zur Rolle von Charles Arangis, der heute auch wieder das erste Mal von Beginn an ran durfte. Also, Charlie, das, der ist noch nicht komplett fit, aber man sieht auch ein noch nicht komplett fitter Charlie Arangis, wie wichtig er für die Mannschaft ist, weil im Ballbesitz ist er sehr ruhig, wir können immer den Ball an, an ihm spielen, er hat immer eine gute Lösungen. Und ein sehr fußballintelligentes Spieler auch gegen den Ball. Also, das habe ich, glaube ich, nach dem Spiel gegen Gladbach schon gesagt. Und ja, das haben wir wieder heute auch wieder äh, sehen können. Also, ja, gute Spieler. Sus Kommentare mit Respekt al roll von Charles Arangis in especial? Bueno, eh, se puede decir que Charles Aranguis es eh, siempre un muy buen jugador, todavía no está totalmente en forma y, a pesar de que no está totalmente en forma, sigue siendo un, un jugador de gran importancia para nosotros, ya sea con el balón o defendiendo. Es algo que ya resalté también después del partido contra Gladbach: la importancia que tiene este jugador para nosotros, un muy buen jugador. Olga Schmidt. Es gab in der zweiten Halbzeit eine ziemlich heftige Rudelbildung, wie wir auf Deutsch sagen. Ich weiß nicht, ob es da auf Niederländisch oder Spanisch ein Wort zu gibt. Äh, da gab es vier gelbe Karten auf einmal. Haben Sie so etwas äh, schon mal erlebt in Ihrer Karriere? Vier gelbe Karten auf einmal. Bei der Ecke war das. Ja, doch. Dann war ich meistens da mitbeteiligt, <lacht> <lacht> wenn ich ehrlich bin. hubo una situación de una montonera eh, en un momento del partido donde el árbitro eh, otorgó cuatro tarjetas amarillas. Es algo que usted ya vio anteriormente eh, en, en su carrera. Bueno, cuatro tarjetas amarillas, sí, después del córner, eh, sí. Sí, es algo que ya vi anteriormente y mayormente yo estuve, estuve involucrado en ello cuando esto sucedió. Ja, ich glaube, das waren Ihre Fragen. Dann darf ich mich bedanken. Ich denke, wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gut nach Hause kommen und natürlich besonders unseren Gästen aus Spanien. Buen viaje a Madrid. Muchas gracias por estar aquí, eh, por su presencia, por su interés y sus preguntas. Eh, les deseamos un buen viaje de regreso a casa y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Ciao.